Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Northern Lights. Und ich habe, was? Dies ist bereits meine zweite Aufnahme von diesem Punkt. Ich war gerade eben schon bei diesem Funkturm, den ich beim letzten Mal da oben entdeckt habe. Da befindet sich original gar nichts. Man kann bis ganz nach oben klettern. Da befindet sich eine Matratze und eine Lagerkiste und ein paar Konserven. Aber das war's. Leider bin ich danach mit meinem Schneemobil hängen geblieben. Was aber nicht weiter schlimm ist. Der Funkturm ist irgendwo hier so. Und von da oben habe ich nicht sonderlich gut sehen können, aber habe mir vorgenommen, jetzt erstmal hier in den Norden zu fahren. Denn wie ihr seht, hier habe ich noch ein bisschen was zu entdecken und hier auch. Und deshalb wärme ich mich kurz auf. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Wir erinnern uns, ich bin hier an der Mine. Und muss mal kurz schauen, wo jetzt der Norden ist. Ja, wäre natürlich schön zu wissen, ob die Straße da vielleicht lang führt. Ja, sieht ganz gut aus. Zwischendurch immer mal wieder schauen, ob hier nicht vielleicht doch noch irgendwas ist. Denn die Jägerhütten sind natürlich nicht... Da haben wir was. Wissen wir, was das ist? Nee, ne? Ich vermute, dass die Straße da sowieso hinführt. Aber ich will auf Nummer sicher gehen. Ich bin der Meinung, das ist so ein längliches Haus. Ich würde jetzt mal behaupten, da bin ich noch nicht gewesen. Das ist, glaube ich, auch nicht das Militärlager. Hallo Wolf. Okay, sehr gut. Hallo? Is anybody there? Was haben wir denn hier auf dem Schild? Ja, auf jeden Fall würde mich die Straße hierher geführt haben. Was haben wir denn hier? Lagerhaus einfach nur. Steht da bestimmt. Aber auch hier haben wir nochmal Benzin, falls wir welches bräuchten. Tja, leider war die Mine natürlich auch sehr leer. Da war nichts zu finden. Was natürlich schade ist, das hätte ordentlich Potenzial gehabt, irgendwas für mich bereitzuhalten. Aber nichts war's. Was haben wir da vorne? Lass mich raten, ein Seil. Ich laufe erstmal außen rum und dann schaue ich mir drin das Ganze an. Sehr gut. Limettensoda. Limettensoda. Das? Energiesoda. Hallo? Oh. Ist doch ein Riegel da, oder sehe ich das falsch? Ja, sehr gut. Schmerzmittel habe ich verbraucht, deshalb nicht verkehrt. Altmetall, ja. Crafting, keine Ahnung, ob da nochmal was kommt, dass ich das wirklich benötige. Bisher bin ich wirklich super versorgt worden hier. Was ja trotzdem dann nicht dem Spielspaß schadet, wie ich finde. Oh, ich muss die Schmerztabletten gleich nehmen. Den Fieber, da gibt es immer Probleme dann mit der Flüssigkeit und so. So, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Hallo? Jede Menge Altmetall.
Inventar voll, ja, dann ziehst du gleich rein. Machen wir mal so, denn die Fackel habe ich tatsächlich noch. Ebenfalls voll. Querkugel, Altmetall, Querkugel, Glühlicht. Ja, Altmetall und Kartenstück sehen sich einen Ausweg gefunden. I wonder when this note was written. Is he still on the island? I need to head to the lighthouse and find out. Der Leuchtturm, an dem ich schon war, übrigens. Just saying. So. Was ist denn? Ah, einen Schlüssel habe ich auch. Eine Gruppe bewaffneter Ex-Milizen hat meine Freunde getötet. Sie rauben und zerstören alles, was auf ihrem Weg liegt. Es könnte damit zu tun haben, dass ich einige Baupläne von ihrer Basis gestohlen habe. Ich bin nur knapp lebend aus diesem verdammten Ort entkommen. Wer auch immer das findet, ich mache mich auf den Weg zum Leuchtturm, um mir einen Weg von dieser verfluchten Insel zu schaffen. Ja, und auch da wieder. Jetzt muss ich zurück zum Leuchtturm gurken. Kann ich den nehmen? Nee, Inventar voll. Brauche ich auch nicht. Aber gut zu wissen, falls ihr das hier mal anfangt. Es gibt also mehrere Kanister und mehrere Punkte, an denen man auffüllen kann. Macht euch da nicht verrückt mit diesem Lager, diesem Holzfällerlager. Altmetall und Kartenstück, sehr ähnlich. Aber hätte ich da jetzt nicht so genau geguckt, dann hätte ich... Junge, reicht doch jetzt. Dann hätte ich das auch nicht entdeckt, ne? Aber auch hier wieder. Ich habe das erst gefunden und jetzt muss ich da wieder zurück, um mir anzuschauen, ob sich dann was tut tatsächlich. Aber ich habe auch einen Schlüssel gefunden. Deshalb bin ich eigentlich... Ach, Gott sei Dank. Ich eigentlich optimistisch. Wartungsgarage, Leute, hier, das ist der direkte Zusammenhang. Hier ist die Forschungsstation. Tanawa Valley. Ein bisschen was gefunden. Ach, sehr schön. Immerhin. Ey, das ist ja schon mal was. Aber wie viel einfach noch fehlt. So, der Leuchtturm ist übrigens hier unten. Und da das meine nächste Quest ist, werde ich das auf jeden Fall machen. Und zwar auf dem schnellsten Weg. Ich muss mal schauen, wie er... Ja, er friert schon wieder. Komme ich jetzt nicht drum herum, mir eben Feuer zu bauen. Aber der Schlüssel, ich kann mich nicht erinnern, dass beim Leuchtturm irgendwie was nicht zu öffnen war, oder doch? Weiß ich nicht mehr so genau. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen beruhigter, dass es hier eine Quest gibt. Irgendwie ein Ziel, eine Richtung. Damn it. Was war das denn? Ach, die Fackel, oder was? Ja, so. Ach, sehr schön. Na, das ist ja schon mal was. Ja, das heißt, ich werde... Weil hier sieht es mir aus, als ob hier der Berg verläuft. Das heißt, da komme ich eh nicht hin. Wir erinnern uns, abgestürzt, hier hochgelaufen. Hier ist die Forschungsstation. Hier ist so eine Jägerhütte. Hier haben wir Berg. Das heißt, hier kann ich davon ausgehen, dass dieser Berg irgendwie so verläuft, dass der sich hier wieder trifft. Das heißt, das ist so wahrscheinlich Gebiet, was bis auf einen bestimmten Punkt hier zum Beispiel und so nicht sonderlich relevant ist. Also, liebe Leute, zurück aufs Schneemobil. Aber ich muss mich erst noch ein bisschen aufwärmen. Weil sonst friert er gleich wieder und das bringt mir gar nichts. 24 ist ein bisschen weniger. In der Hütte sind es, glaube ich, so 29 bis 32. Je nach Ofen und je nach Feuerart und Kamin. Aber hier natürlich, inmitten von nirgendwo, dauert es eben ein bisschen länger. Ich will aber nicht noch näher ran, weil sonst
verbrennt er sich wieder. Na, passiert da überhaupt was? Sieht fast nicht so aus, ne? Ich stehe ja auch schon eine ganze Weile. Fahren wir erstmal Richtung... Ich würde sagen Richtung Westen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann kann ich hier noch ein bisschen schauen. Und dann... Warte mal, Westen ist... Na, langsam, langsam. Westen ist dann da. Nee. Ja, das Anglerdorf, ne? Obwohl, nee, das hätte ich wahrscheinlich gesehen. Das wäre Quatsch. Ich denke gerade an den Angler, der gesagt hat, ich bin angeln. Und habe da irgendwie jetzt in Betracht gezogen, dass der vielleicht zum Anglerdorf gegangen ist, was aber Quatsch wäre. Seine Leiche liegt da, sind wir ehrlich. Das sollte so schon passen. Ich muss einmal darüber, aber da ist der Berg. Ich sollte aber hier vorne rum... Ich werde mal ein bisschen näher am Berg fahren, in der Hoffnung, dass er dann nochmal eine Höhle entdeckt. Denn in der Höhle waren bisher immer Notizen und Leichen, die ein bisschen was für mich hatten. Aber nach meinem Zwischenfall gerade, in dem ich einfach wirklich mitten in der Luft kurz vor einem Felsen stecken geblieben bin, will ich hier auch ein bisschen vorsichtig sein. Ah, da haben wir nämlich was. Jetzt ist die Frage, das soll direkt vor mir sein. Denn da hinten sehen wir den Turm, der wirklich nichts verpasst. Da ist nichts. Ich weiß aber nicht, das ist aber nicht das Ding, was mir hier angezeigt wird. Könnte tatsächlich eine Höhle sein. Oder hier steht vielleicht noch irgendwo... Nee. Muss ich kurz genau schauen, ne? Wo ist mein Schneemobil? Ja, irgendwo hier. Da ist die Höhle. Okay, aus der Höhle raus und über diese an der Höhe da. Ja, gut, dass ich dran gedacht habe. Ich hoffe, dass hier kein Bär ist. Ein paar Kisten. So, da er eh wieder friert. Sollte ich das eben nutzen? Ich hoffe, ich habe genug Holz. Nix habe ich. Was gibt's hier? Okay. Das muss ich eben draußen machen.
wo es ein paar Bäume gibt oder zumindest ein paar Stöcke, die ich sammeln kann. Aber ja, nichts weiter hier drin gewesen. Da haben wir den Baum. Das ist mein Opfer. Wie spät haben wir es? Okay, sehr gut. Hier haben wir Einstein. Ich dachte, vielleicht lohnt sich das, so ein Feuer zu bauen, aber ich glaube fast nicht. Tja, der Leuchtturm, Leute. Jetzt bin ich echt gespannt, was da kommt. Ne? Den Schlüssel habe ich. Jetzt ist die Frage, ist diese Notiz von dem Typen, der auch beim Boot ist? Denn der hat ja gesagt, er hat einen Ausweg gefunden. Das heißt quasi, ich laufe jetzt zurück zum Leuchtturm. Im Leuchtturm finde ich dann vielleicht nichts, weil die davon ausgehen, dass ich den Weg ja dann irgendwie trotzdem lang fahre und dass der Schlüssel zur eigentlichen Hütte ist. Wisst ihr, was ich meine, wo das Boot ist? Weshalb ich mich jetzt frage, sollte ich vielleicht erstmal hier runter zu der Hütte? Ich weiß es nicht. Unten ist doch eine Straße, oder sehe ich das falsch? Vielleicht folge ich der Straße, soweit es geht, und dann wird sich da schon irgendwas auftun, oder nicht? Ist er immer noch unterkühlt? Tatsächlich, muss ich leider warten, bis mir oben rechts gezeigt wird, Krankheit geheilt. Ach, wie schön. Die Sonne geht auf. Ich glaube, ein Strich noch und dann sagt er, Unterkühlung geheilt. Das hoffe ich zumindest, denn mehr als mich aufwärmen kann ich jetzt eigentlich nicht machen. Sieht schlecht aus. Er friert immer noch. Scheint auch ein Bug zu sein. Da kann ich jetzt leider nichts machen. Aber ich werde hier jetzt nicht weiter rumstehen und warten.
Ah, genau, da ist das Boot, die Bootsanlegestelle. Da lang und da haben wir das Dorf, aber welches? Ist das das Militärcamp vielleicht? Das heißt, das geht nach Süden. Ich werde auf jeden Fall zum Boot fahren. Denn ich will es jetzt wissen, ob der Schlüssel dafür gedacht ist. Und falls nicht, kann ich ja der Küste entlang zum Leuchtturm fahren. Was ist das für ein Gebäude? Das steht doch nicht für einen Hochsitz, oder? Ich habe Sorge, dass das jetzt einfach nur das Militärlager ist. Was dann natürlich ein bisschen blöd wäre. Aber meine Neugier kennt keine Grenzen, deshalb. Wobei an Wölfen und Bären und Wildschweinen. Tatsächlich nicht, das ist so ein Firewatch Tower. Wobei hier. Hello? Is anybody there? Wobei hier so ein Feuer wahrscheinlich nicht so häufig vorkommt. Gehen wir mal hoch da oben. Kann ich mich vielleicht jetzt mal richtig aufwärmen? Er ist ja immer noch unterkühlt. Weiß nicht, woran es liegt. Haben wir hier ein paar Kisten vielleicht? Nee. Aber da drin haben wir einen richtigen Ofen. Vielleicht macht das ja den Unterschied. Sehr gut. So. Na, das ist doch schon mal was. Gut, dass ich dieses Schild da gefunden habe. Ja, Leute, läuft doch jetzt. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. So nämlich. Jurak Hills, hier unten ist der Hafen. Da haben wir ein Plateau. Sehr gut. Ja, er friert immer noch. Keine Ahnung. Wie spät haben wir es? Ja, komm, hau dich mal kurz hin. Ja, ihm wird auch nicht warm, ne? Das bleibt einfach jetzt so, obwohl es Feuer an ist. Aber jetzt habe ich wenigstens mal kurz gespeichert. Doch, das Unterkühlungsrisiko ist jetzt weg. Jetzt ist die Frage, wo geht's hin? Ich kann fast direkt in den Süden. Hier sind, glaube ich, Berge, also plateaumäßig, wie es hier auch steht. Wird es vielleicht schwierig sein. Hier habe ich vielleicht die besten Chancen, runterzukommen, aber das weiß ich nicht genau. Aber ja, Richtung Süden, also da lang. Let's go, Leute. Gespeichert ist, falls also irgendwas schief geht, dann ist es so.
und nicht weiter schlimm. Ja, genau so sah es vorhin auch schon aus. Hi. Ja, muss ich kurz laden. Deshalb umso besser, dass es gerade eben, dass es gerade gespeichert worden ist. Ja, aber jetzt der Straße zu folgen, die macht wahrscheinlich einen riesen Umweg, aber ich glaube, da komme ich jetzt nicht drum herum. Genauso war es vorhin auch. Ich hing dann so in der Luft fest, im Nichts und das ist natürlich ärgerlich, aber gut, kann ich jetzt nicht ändern. Ich will jetzt einfach nur auf dem schnellsten Weg. Ich frage mich, wann diese Notiz... Ist der noch auf der Insel? Ah, das bezweifle ich, dass der noch auf der Insel ist, aber... Wer weiß. Schmerzmittel nehmen wir noch einmal. Hier haben wir auch noch was. Antibiotika, das ist alles... Das haben wir... So, nochmal kurz essen und trinken. Ein bisschen aufräumen. Wir haben auf jeden Fall nicht zu viel Zeug dabei. Wobei, wenn ich das hier schon wieder sehe. Das ist okay, so. Das Feuer ist aus, vielleicht liegt es daran. Hä? Okay, Leute, come on. Jetzt ziehen wir ein bisschen durch. Ich kann gleich nochmal ein Feuer unterwegs machen, aber ich muss mich jetzt leider ein bisschen an den Weg halten und hoffen, dass der mich dann noch tatsächlich dahin führt. Und dann lieber über flaches, mehr oder weniger flaches Geländer fahren, als über diese ganzen kleinen Felsen und so. Dafür ist das Spiel leider nicht gemacht. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man stecken bleibt, dann doch recht hoch. So. Ruhig, ruhig, ruhig. Ah ja, genau. Hier bin ich ja... Bin ich ja abgebogen. So, da haben wir das Bootshaus.
Mit ein bisschen Glück ist das der Schlüssel. Mit ein bisschen Anybody home? Fischereihafen, sehr gut. Mit ein bisschen Pech ist das der Schlüssel, aber ich muss erst zum Leuchtturm, in dem dann steht, das ist der Schlüssel. Nochmal beim Angler versuchen und dann ist der Leuchtturm mein nächstes Ziel. Ja. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, und das habe ich auch in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angerissen, dass der Weg, den ich ursprünglich mal gegangen bin, ein bisschen der falsche war. Also, dass das Spiel dann doch lieber möchte, dass man hier das hier zuerst findet. Oder diese Wartungsanlage, weil dann machen viele Sachen auch viel mehr Sinn, was man findet und so. Das war ansonsten ein bisschen schwierig. Ja, hier ist der Typ. Also ihr seht, ich kann auch von hier nichts greifen oder so. Also nichts weiter gewesen. Machen wir nochmal kurz ein Feuer. Beim nächsten Mal auf jeden Fall mal ein bisschen Papier wieder mitnehmen. Und jetzt gilt es der Küste entlang. Hier kann ich tatsächlich ganz gut abkürzen und dann zurück zum Leuchtturm. Oben ist das Flugfeld. Das heißt, irgendwo hier in der Gegend muss auch das Kartenstück sein. Das ist immer ein ganz guter Hinweis. Hier weiß ich nicht, wie groß das kann. Das alles hier ein Kartenstück sein. Das wird sich dann schon zeigen. Die Steuerung ist... Leute, ich kann euch das gar nicht beschreiben. Wenn hier irgendwas an diesem Spiel Early Access ist, dann auf jeden Fall die Steuerung. Ja, wahrscheinlich sollte man hier nicht rüberfahren, aber das ist schon wirklich krass. Ich werde doch mal ein bisschen näher an der Küste fahren, um zu schauen, ob da nicht vielleicht irgendwo noch mal eine Fischerhütte mit einer Leiche ist. Jetzt muss ich aufpassen, hier ist doch irgendwo Wasser gewesen, oder? Nee. So, das ist eine ganz gute Fläche zum Schneemobilfahren.
Was war denn oben beim Leuchtturm? Da lag eine Leiche, oder nicht? Hab ich da nicht auch was gefunden? Vielleicht irgendwie schon? So eine Art Notiz oder so? Kann mich nicht erinnern. Wäre natürlich sinnvoll, und ich hoffe wirklich, dass das jetzt so ist, dass ich da noch irgendwas finde und der irgendwie jetzt andere Erkenntnisse daraus zieht, dass da irgendjemand liegt oder so. Da vorne ist der Leuchtturm, Leute. Wir sind gleich da. Haltet euch fest. Jetzt bin ich echt gespannt, was sich hier getan hat. Hopefully he's still alive. Also, Feuer brennt. So ist nicht. Hopefully hat er vielleicht doch jetzt ein Stück Karte oder so. Ah ja, genau, hier sind wir ja dann aufgewacht. Anybody home? Jetzt bin ich gespannt, Leute. Ich bin wirklich gespannt. Ist der da oben jetzt doch wieder am Leben? Anybody home? Oh, die haben sehr guten Zustand, aber sind mir nicht warm genug. Auch wenn ich jetzt ehrlich sagen muss, die besseren Klamotten, die wohl besser schützen, haben jetzt nicht so den Unterschied gemacht. Aber vielleicht habe ich das einfach nicht so richtig in Erinnerung, wie schnell ihm anfangs kalt geworden ist. Aber so Skiklamotten, da hält man es schon eine Weile drin aus, würde ich mal behaupten. No blueprints, only a key. Should check that house out. Leute, da war ich schon. Jetzt ist die Frage, welches Haus meint er? Das hier unten oder das am Hafen? Ja, ja, das ist mit einer richtigen Reihenfolge verbunden, dieses Spiel. Denn den habe ich ja schon durchsucht und den Schlüssel habe ich ja auch schon bekommen. Und das weiß der Charakter ja auch. Der war ja schon im Haus. Aber ich nehme an, im Haus ist jetzt irgendwas, vielleicht das, was an dieser Pinnwand hängt. Ich vermute ja mal in dieses Haus. Da gehe ich mal nochmal rein. Ah, untersuche das Haus. Ja, Tatsache. Also, jetzt war es wirklich sehr offensichtlich. Ich meine, vorher war nur das Buch da und so, und jetzt sind hier plötzlich Baupläne. Looks like the motor of a boat. This could be useful. But where will I find a boat? Oh. Finde ein Boot. Ja, gut, Leute. Also, ist ein bisschen schade. Ich will es dem Spiel jetzt nicht zum Vorwurf machen. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, sowas zu entwickeln. Aber ist natürlich jetzt auch so ein bisschen eine blöde Sache. Ich gucke hier seit 2 Folgen hin und her, um irgendwie weiterzukommen. Und die Lösung ist, geh dahin, wo du schon mal warst, denn da liegt jetzt was. Und ja, schade. Wirklich ein bisschen schade ist es. Denn das hätte er ja vorher schon sehen können. Das ist plötzlich aufgetaucht auf dem Tisch. Naja. Leute, wollen wir nicht meckern. Ist jetzt so. Aber ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich. Und jetzt könnt ihr natürlich raten, was passieren wird. Ich werde zum Boot fahren, dann die Tür öffnen wollen. Dann sagt er irgendwie, hier muss ein Schlüssel sein. Dann muss ich wieder zum Angler, der dann einen Schlüssel hat. Ja, ich glaube, so wird es sein. Anders geht's ja fast nicht. Oh, hier haben wir noch. Ah, nee, schwarze Bohnen. Also, zurück. Finde ein Boot, ist auch gut.
So, sollte jetzt nicht mehr zu weit sein. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob das sich alles einfach so fügt und ganz einfach funktioniert. Wenn ich ins Haus kommen sollte, wird das auf jeden Fall der Speicherpunkt sein, an dem diese Folge endet. Aber vorher will ich natürlich schauen, ob das überhaupt der Fall ist. Aber ja, das Boot scheint hier die Lösung zu sein, um von der Insel zu kommen. Und die Baupläne, die geklaut worden sind vom Militärstützpunkt, sollen mir dabei helfen, das zu reparieren. Ich vermute, dass das nicht so einfach geht und der nicht einfach das reparieren kann, sondern dass ich gewisse Sachen brauche, die jetzt wieder woanders freigeschaltet wurden. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch auf mich zukommt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt einfach so ist, so, ja, fertig ist das Boot. Sondern da wird schon noch irgendwas kommen. Dafür fehlt auch einfach noch zu viel. Mein Feuer brennt immer noch, da ist auf jeden Fall irgendein Bug. Ja, vielleicht brennt so lang, weiß ich nicht genau. So, Leute, da sind wir. Ich bin wirklich gespannt. Ich kann es wirklich kaum abwarten. So, jetzt schaue ich mir das Boot an und er sagt, oh. There's a boat. Untersuche das Boot. Sehr gut. Oh, Leute, jetzt bin ich echt gespannt. Da war ja nichts weiter. Das war ja komplett zugeeist. Ich konnte nichts bedienen, ich konnte hier auch nicht rauf. Ah, no key in the ignition. The boat's owner must live nearby. I should check out his house. Untersuche das Hafenhaus, okay. Na, immerhin funktioniert das ja. Ich habe ja auch schon Spiele gespielt, wo dann der nächste Hinweis nichts ausgelöst hat. Wisst ihr, wie ich meine? Dann hat er das gesehen und dann war es einfach so vorbei. So, jetzt haben wir das. Went fishing. We'll come back later. Wonder where he ended up at. So. Das war glücklicherweise nicht so weit weg. Das ist gleich hier vorne. Das war ja in Sichtweite. Da vorne ist es. Und der sollte jetzt den Schlüssel haben und... Weiß ich nicht, ist da jetzt einfach so der Schlüssel drin? Dafür bräuchte ich ja eigentlich keinen Bauplan. Er hat ja in seiner Notiz auch erwähnt, dass er das Boot zum Lauf bringen möchte. Aber er es einfach nicht schafft. So, Leute, jetzt haben wir alles. Hat echt eine Weile gedauert, ne? Und, bin wirklich froh, dass es hier weiterging. Ich hatte echt in der letzten Folge so ein bisschen Zweifel, ob hier überhaupt noch irgendwas funktioniert. Denn daran muss man sich erst gewöhnen, dass man die eine Sache sagen muss, um dann was freizuschalten. Wie diese Baupläne, die dann plötzlich auf dem Tisch liegen. Aber gut, mein Gott, Leute, so ist es jetzt halt. Aber jetzt kommen wir wenigstens rein. Mach mal zu. Lesen, aber mach mal. Ich friere nicht. Arktische Flora, jetzt bin ich ja gespannt. Was mir das bringen kann, vielleicht nochmal neue Verbände oder sowas. Schauen wir mal. Unbekannte Pflanze. Okay. The key. Hopefully it's the right one. Trink das mal. Und aufwärmen sollte ich mich, naja, auf jeden Fall. Und dringend noch ein paar Bücher zerpflücken, damit ich hier sowas. Ein bisschen was. Ach, ich dachte, da stand ein Schwein. So, liegt hier was? Nee. Aua. Nichts weiter, auch nicht. Auch Inventar voll. Würde ich sagen, gehe ich auf jeden Fall schlafen, damit ich ein bisschen Ausdauer bekomme und
speichern kann. Und Leute, jetzt wird sich zeigen, ob der Motor einfach so anspringt. Aber ich will mich noch kurz aufwärmen, denn es ist Nacht und sehr windig, wie ihr hört. Obwohl, es ist Abend, 19 Uhr. Aber wärm dich mal schön ein bisschen auf hier. Die Hand ins Feuer legen, sehr schön. Eieiei. Das ist aber fies hier. It's broken. I should start looking for some parts. This is my only chance to escape this place. Autobatterie, elektrische Platine, Auspuffteil, Einspritzdüsen, Einlassteil. Leute, ihr wisst, was das heißt. Ich werde jetzt die gesamte Map noch einmal absuchen müssen, denn überall, wo ich schon gewesen bin, kann es sein, dass sich jetzt etwas freigeschaltet hat. Das inkludiert die Forschungsstation vom Anfang, den abgestürzten Hubschrauber, das Flugfeld, jegliche Jägerhütten, das Holzfällerlager, alles muss ich jetzt nochmal durchsuchen. Wenigstens, und dafür bin ich schon sehr dankbar, steht da links, was ich brauche. Und nicht irgendwie so random, finde irgendwas, finde halt was. Aber das ist auf jeden Fall die Lösung des Spiels und ich hoffe, dass das dann auch wirklich das Spiel zum Ende bringt. Aber das wird eine ganze Weile dauern noch. Denn auch das Militärlager zum Beispiel, auch das wird zum Punkt sein, wo es was zu finden gibt. Deshalb werde ich da einmal rumgehen. Muss auch mal überlegen, wir haben immer noch auf dem Bauernhof die Scheune, die abgeschlossen ist. Und wir haben ja auch noch an der Notiz einen weiteren Schlüssel. Ich bin der Meinung, den haben wir noch nicht verwendet, deshalb werden wir das in der nächsten Folge hoffentlich herausfinden. Ich kann nicht versprechen, dass ich von Anfang an aufnehme, während ich losdüse. Kann sein, dass ich da erstmal Schritt für Schritt vorangehe, bis ich ein bisschen was gefunden habe. Denn das wird, glaube ich, ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was zu tun ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.